Ich war bei DevShop. Ne, ich erzähle jetzt die ganze Markengeschichte. Be Unique Clothing. Und das ist ein wichtiger Punkt, Dicker. Die sind zu mir gekommen. Ab dem Zeitpunkt haben die auf mich komplett geschissen. Ich glaube tief und fest daran, dass wenn die mich einfach normal wie einen Menschen behandelt hätten, so wie ich die auch wie einen Menschen behandelt habe, so geile Marke gemacht hätten, wäre die jetzt schon etabliert, wäre eine coole Marke gewesen. Der Job war auf Lager, Dicker. Und dann kam ein Brief zu mir nach Hause: Ey, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten, weil du ein politisches Statement nach draußen abgegeben hast. So. Ich verstehe das nicht. Du hast doch deine eigene Marke, kommt da nichts bei rum. Guck mal, auch das mit der Marke, das müsst ihr auch verstehen. Ich war bei DevShop. Ne, ich erzähle jetzt die ganze Markengeschichte. Be Unique Clothing. Ich erzähle jetzt die ganze Geschichte. Ich war damals, sind wir nach Berlin gegangen. So, haben unsere Videos da gemacht. Straßenumfragen, dies, das, bla. Fanus hat einen Cousin gehabt, der irgendwann mal irgendwas mit DevShop erwähnt hat oder so. Und ich habe DevShop auch schon mal gehört irgendwie. Und dann haben wir einfach mal DevShop angeschrieben. Zu der Zeit haben wir mehrere Brands, mehrere Firmen einfach so angeschrieben. So, ey, habt ihr Bock zu arbeiten? Wir brauchen Sponsoren für unsere Videos. Wir machen gute Klicks. So, wir wollen hier ein bisschen Werbung machen und so. DevShop hat darauf reagiert, hat uns eingeladen, hingesetzt, dies, das, bla. Habt ihr Bock? Ja, komm, lass testen. Zwei, drei Videos. Nimm ein Outfit mit. Pack das in die Beschreibung rein. Bla, bla, bla. Sagt den Leuten, die sollen bestellen, wir schauen mal, wie es ankommt. Ersten zwei, drei Videos sind brutal angekommen, wir haben einen gewissen Betrag ausgemacht, ich habe den Betrag genommen, dann haben wir uns auf weitere zwei Videos geeinigt, so, ne? Weitere zwei Videos gemacht und so ging das mal so zwei, drei Monate. Immer wieder zwei Videos, zwei Videos, zwei Videos. Irgendwann habe ich dann auch gesagt, so, ey, ich will ein bisschen mehr Geld haben für ein Video und so. Lass mal ein bisschen mehr machen, dafür können wir auch ein bisschen andere Werbung machen, bla bla bla, haben uns ein bisschen hin und her gedealt. Im Nachhinein betrachtet muss ich auch ganz klar sagen, ich habe viel zu wenig Geld dafür genommen, für das, was wir getan haben. Mit den Straßenumfragen, mit Comments Café, mit den ganzen Dingern haben wir DevShop cool gemacht, Digga. Wir haben DevShop, okay, wir sind nicht die Einzigen, aber wir haben auf jeden Fall DevShop in unserer Community gut nach vorne getragen. Fast jeder aus meiner Community hat eine Sache bei DevShop bestellt, so. Das ist Fakt. Ist so, ich habe es gesehen. Und ich habe krassen Umsatz für die gemacht. Und ich habe viel zu wenig Geld dafür bekommen. Ist aber auch egal, weil ich war jung, das war mein erster Sponsor, es waren die ersten Leute, die mit mir gearbeitet haben. Natürlich muss auch mal dich verarschen lassen, muss auch mal in die Scheiße reingreifen. Alles schön und gut. Ich werfe das denen auch gar nicht vor, weil die sind auch Geschäft, machen auch Business, Bruder. Und wenn dann da zwei Jungs sitzen, grün hinter den Ohren so, und sagen so, hey, ja, wir machen Videos und so. Die sagen, na ja, wir geben dir das Geld. Dann wir so, ja, geil und so. Wir haben uns gefreut für das Geld. Wir haben nicht mal darüber nachgedacht, wir haben nicht mal verhandelt, Bro. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall haben die dann irgendwann zu mir gesagt, und das ist ein wichtiger Punkt, Dicker. Die sind zu mir gekommen. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Leon, Bro, hast du nicht Bock, eine eigene Marke zu machen? Wir merken deine Zahlen, wenn du unsere Marke promotest, wenn du unsere Sachen promotest. Merken wir, dass die Zahlen geil sind und dass du uns guten Umsatz bringst. Ich glaube, deine Community würde auch geil Sachen von dir selber kaufen. So. Da habe ich gesagt, ja, Digga, warum nicht? Voll. Habe ich voll Bock drauf. Lass hinsetzen, lass reden. Haben wir gemacht, haben uns hingesetzt, haben geredet, so und so, einen Deal geeinigt, bla bla bla. Zum gleichen Zeitpunkt haben die, glaube ich, die Idee bekommen, das noch mit mehreren Leuten zu machen. Und ich schwöre euch, wie ich hier sitze, nach Miguel Pablo, der YouTuber, ne, war ich der Erste, der eine eigene Marke mit DevShop zusammen bekommen sollte. Ne? So eine Cross-Cross-Ding. Kurz danach sind die auf die Idee gekommen, Flair, Farid, Xatar, Kollegah, diese ganzen Jungs mit ihren Marken zu DevShop zu holen. Und das Ding cooler zu machen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar eine Inspiration für die war, weil ich auch viel in Deutschrap-Richtung mache, dass die gesagt haben, ey, machen wir so, weißt du, holen wir uns die Jungs auch noch rein. Ab dem Zeitpunkt haben die auf mich komplett geschissen. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber es war so.
ab dem Zeitpunkt, wo die großen Rapper da waren, haben die auf mich einfach geschissen, Digga. Die haben zu mir als erstes gesagt, lass uns eine Marke zusammen machen. Und dann, wo die ganzen Rapper da waren, haben die auf einmal nicht mehr sich darum gekümmert, so. Ey, der erste Job, Bionic, den ich rausgehauen habe, der lag anderthalb Jahre im Lager bei denen. Und der wurde 2 Jahre bevor Release designt. 2 Jahre, Dicker. In der Zeit, wo wir den ersten Job rausgehauen haben, ne, haben andere Künstler 5 Drops rausgehauen, 6 Drops rausgehauen, Digga. Es gab sogar schon Künstler, die weg waren von Devshow, Digga, in der Zeit, wo ich nicht mal meinen ersten Drop gemacht habe. Weißt du, also die sind zu mir gekommen, haben gesagt, lass uns eine Marke zusammen machen. So. Digga, in der Zeit, bis wir den ersten Job gemacht haben, sind Leute dahin gekommen und auch schon wieder gegangen. So. Ja, so hab mich dann halt auch scheiße behandelt gefühlt und dann habe ich gesagt so, ey, lass uns einfach komplett drauf scheißen. Das war auch schon wieder so fast kurz davor, komplett in den Wasser reinzufallen. Und dann haben die halt zu mir gesagt so, haben mich nochmal angerufen und haben gesagt, ja, ey, wollen wir das nicht doch machen? Und wir haben die Sachen jetzt auf Lager. Die haben die Sachen auf Lager gehabt, ohne mit mir einen Vertrag zu machen, so. Weil die einfach mit mir das besprochen haben und dann einfach größere Opportunities gesehen haben, größere Chancen gesehen haben und das dann einfach so liegen lassen haben, so. Ist voll traurig, Dicker, weil ich hatte das schon mit meiner Community so früh kommuniziert und so. Ich bin natürlich am Ende des Tages selbstverantwortlich dafür. Wenn ich ein krasserer Hustler wäre, ein krasserer Business-Typ mit mehr Erfahrung, dann hätte ich da irgendwie mich rechtlich auch abgesichert und hätte da Druck gemacht mit Anwalt und so. So schlau war ich nicht. Es hat sich aber für mich halt einfach scheiße angefühlt, weil ich habe das mit meiner Community kommuniziert. Die Leute haben auf Klamotten gewartet und es ist nichts gekommen, Bruder. Ich habe immer so viel Pech gehabt mit der Scheiße, so. Genauso mit dem zweiten Drop. Der zweite Drop ist auch ein Jahr, anderthalb Jahre, nachdem das designt wurde, produziert wurde, rausgekommen. Der Drop war auf Lager, Dicker, beziehungsweise es wurde ein Auftrag gegeben mit Türkei, Pakistan, China. Und dann kam ein Brief zu mir nach Hause, ey, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten, weil du ein politisches Statement nach draußen abgegeben hast. So. Dann war das wieder dann. Dann hat es wieder 3 Monate, 4 Monate gedauert, bis mein Anwalt dann gesagt hat, nee, das ist so nicht möglich, weil wir haben doch eine Vereinbarung, wir haben einen Deal. So, ganz krass eigentlich so, weil das hat mich so viel Nerven und Zeit gekostet, das ist übertrieben, weil ich habe eigentlich eine krasse Liebe für Klamotten. Für mich war das eine richtig geile Chance so. Ich habe mir gedacht so, ey geil, da sehen Leute das Potenzial in mir so, dass ich eine eigene Klamottenmarke mache so. Dann sagen, dann machen wir das so und dann sagen die, nö. Du bist zu klein, du bist Fisch. Wir haben jetzt Farid, wir haben jetzt Flair, wir haben jetzt die großen Leute. So, weißt du, wie ich meine? So. Ist voll scheiße, Bro, weil ich hätte gerne einfach cool was gemacht mit Klamotten. So, ey, von mir aus muss nicht mal jede Woche irgendwas kommen oder jeden Monat oder so. Einfach so auf cool. Lass anfangen mit ein paar Caps, lass ein paar Hosen machen, ein paar T-Shirts und so. Hätte ich voll gerne weitergemacht. Ich glaube, wenn ich das weitergemacht hätte und diese Sachen, die ich trage, die sind cool, Bro. Ich habe immer gute Sachen an, weißt du? Ich glaube tief und fest daran, dass wenn die mich einfach normal wie einen Menschen behandelt hätten, so wie ich die auch wie einen Menschen behandelt habe, so, und wir eine geile Marke gemacht hätten, wäre die jetzt schon etabliert, wäre eine coole Marke gewesen, wo jugendliche Leute sich das reinziehen, so, weißt du, wie ich meine, so. Anscheinend habe ich irgendwo Fehler gemacht, irgendwo Scheiße gebaut, dass ich das verdient habe, so, keine Ahnung, Bruder, weil mit dem zweiten Job ist es genauso gelaufen. Am Ende des Tages habe ich den zweiten Job dann selber genommen, weil die nicht mehr über DevShop verkaufen wollten, weil die Angst davor hatten, dass DevShop dann Shitstorm bekommt, so, hab ich das dann einfach selber gemacht, Digi. Hab ich dann die Sachen zu mir nach Hause schicken lassen, dann stehen noch 33 Kartons mit Klamotten vor meiner Haustür, Digi. So, irgendwie auf Krampf versucht, Vertriebspartner zu finden, Vertriebspartner gefunden, so, dann die Sachen dahin geschickt, einen Typen gefunden, der mir einen Online-Shop baut, weitergemacht, durchgezogen, rausgehasselt, so, die Klamotten dann irgendwie online, hab's dann hingekriegt, die 2 Anzüge wenigstens online zu stellen, so, nach 2 Monaten auf einmal mein Vertriebspartner schreibt mir nicht mehr zurück, Digga, überweise mir kein Geld, Bro, ich bin hier in Mexiko, Digga, hab den schwarzen Anzug in 1-2 Monaten ausverkauft und den roten Anzug auch so halb, krieg kein Geld, Digga, geil. Weißt du, wie ich meine? Das sind alles Sachen, die passiert sind und es sind noch viel, viel mehr Sachen passiert. So. Zum Glück hat sich das mit dem Vertriebspartner dann geregelt. So.
Ist halt so, Digga. Und das ist halt parallel zu ganz vielen anderen Themen, ne? Parallel zu Shitstorm, andere Sponsoren trennen sich, parallel zu, keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Aber es ist halt alles irgendwie ich und mein Leben. Und ich bin am Ende des Tages in meinem eigenen Leben, mein eigener Captain. Und wenn ich in meinem eigenen Leben halt, weißt du, wie ich meine, so, ich bin der Captain, Bro. Wenn ich als Captain irgendwo falsch gelenkt habe oder falsch, weißt du, wie ich meine, die Welle nicht gesehen habe, den Eisberg nicht gesehen habe, Bro. Ich hab den Eisberg nicht gesehen. So, dann bin ich selber schuld, Bruder. So. Ich hoffe halt, ne, dass ich irgendwie die Chance bekomme, dass ich diese ganzen Sachen vielleicht, weil das ist eigentlich mein Traum auch, irgendwann Künstler zu haben, denen zu helfen. So, und diese ganzen Sachen dann nicht mehr durchzumachen, dass die ganzen Sachen dann nicht mehr durchmachen müssen, so, weißt du? Dass ich dann einfach so diese ganzen, so weißt du, wenn ich dann für den einen Klamottendeal reinhole, ne, ich hole dann für den Klamottendeal rein, dann weiß ich ganz genau, wie ich mit den Motherfuckern zu reden habe, so, weißt du? Ich setze mich dahin, ich sage, was los, Digga, leg die Eier auf den Tisch. So, hier gibt's keinen Cool auf, hey, ich freue mich hier, dass ihr mir Geld gibt. Nee, nee, Digga, so, ist nicht mehr. Das habe ich dann daraus gelernt, so. Was sagt ihr dazu? Krass, was hinter den Kulissen bei Leon läuft. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo.